Servus bei Innovation on Tour. Heute sind wir im schönen Niederbayern und zwar in Aham beim Schreiner Eibel. Ja, Andi, grüß dich. Josi, grüß dich. Servus. Auch schon da? Ja, ich bin auch schon da. Wir haben normalerweise Ehe beieinander. Ja, aber ich bin ja auch kein Schreiner. Weil jeder kann nicht Schreiner sein, ist ja klar. Genau. Du, aber apropos Schreiner, du wolltest mir doch was erzählen über deinen Betrieb. Ja, ist nicht so dramatisch, uns gibt es jetzt seit gute 100 Jahren. Ja. Mein Urgroßvater hat mit ihm angefangen. Der war halt ein Wanger und das ist aus der Wagnerei ist immer mehr Schreinerei entstanden. Mhm. Und vor 20 Jahren haben wir den Betrieb gebaut und seitdem macht man eigentlich nur noch Möbel. Und dann macht man auch noch Beschläge, produzieren wir auch noch. Die beliefert man im Beschläge-Großhandel damit. Und dann macht man halt auch noch Waschbecken. Und die macht man halt, jeder fragt dann, wie machst du die aus Holz? Sind das Holzwaschbecken? Nein, die sind nicht aus Holz. Nein, ihr benutzt Varicor. Genau so schaut es aus. Wir benutzen bei Varicor. Ja, schön. Das magst du gerne anschauen, oder? Unbedingt. Schauen wir schnell, oder? Gehen wir schnell raus. Da geht's in die Werkstatt. Dann legen wir los. Gut. Hier ist unsere Plattenlage. Ja. Das ist unsere Plattenlage. Gehört auch dazu. Und jetzt sind wir am Lager. Das ist unser vollautomatisches Plattenlager, genau. Ja, spannend. Das ist gut fürs Kreuz. Ja, das ist sehr rückenschonend, weil also für unsere Leute keiner mehr ein Platten. Es gibt es bei uns nicht, dass jemand ein Platten, eine ganze Platten mit der Hand tragt. Auch der Stapler nicht, der hebt die also paketweise da rauf, wie sie angeliefert werden. Von da weg nimmst du dann den Manipulator, also das Ding, wo es da gerade arbeiten sagt, lagert die ein, prüft jede Platten vom Gewicht und vom Maß her. Und bucht sie auch einen festen Auftrag gleich zu. Hat für uns den Vorteil, wie gesagt, keiner mehr braucht Platten schleppen, es wird keine Platten beschädigt. Die haben da eingelagert, solange wir es brauchen. Und dann nimmt der die Anlage, die Platten und übergibt es an Zäge und übergibt aber gleich einen Schnittplan an Zäge, dass die gleich weiß, was draus schneiden muss. Lager super, aber wer bitte kommt auf die Idee und im dritten Stockwerk ein Lager bauen? Ja, das kommt daher, weil wir am Hang sind. Darum hat die andere Halle drüben zwei Stockwerke und die drei. Das schaut jetzt von außen her schaut das aus, wir sind im dritten Stock. Ja. Aber in Wirklichkeit sind wir auf einer Ebene mit der Bestandsschreinerei. Aha. Da haben wir mit der Brücke miteinander verbunden. Und man braucht aber so einmal das Gewicht überwinden und das, die Höhe überwinden. Und das macht der Stapler, der hebt es da rauf. Und dann haben wir da genau auf der Höhe, wo wir bis zum Schluss, bis zur Lackiererei und bis zum Zusammenbauen mit den Platten arbeiten oder mit den Werkzeugen. Sieht der da überhaupt rein? Wie macht er das? Das ist ja so. Also erstens einmal kommt den Stapelplatz, der fährt ins Freie, weil wir ja auf 4 Meter Höhe sind. Damit sieht er, wo er reinheben kann. Ja. Es ist aber da hinten eine Funkkamera installiert, die sich dann mit dem Stapler verbindet. Da ist ein Monitor drin. Wenn der eine gewisse Nähe hat, dann koppeln sie die. Ja. Und dann sieht er genau, wo er seine Ware oder seine Ladungsgutspitze im Moment hat. Da kann der nahezu Millimeter genau absetzen. Und dann fährt der ganze Stapelplatz mit den Platten wieder rein, also mit den maximal 4,5 Tonnen wieder rein. Und dann tut er und der kann seine andere Arbeit machen und der arbeitet und stapelt seine Platten rein. Und das rechnet sich? Ja, es ist am Anfang ein bisschen schwierig. Sagen wir so, da kommt schon ganz schön viel Geld zusammen. Es gehört schon viel Enthusiasmus auch dazu, sagt, das machen wir jetzt einmal. Aber jetzt im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das alles integriert ist und der Betriebsfluss auf so ein Lager abgestimmt ist, rechnet es sich voll. Ich meine, da sind viele Dinge dabei, die du dann nicht mehr rechnen kannst. Zum Beispiel ein Ausfall wegen Rücken oder beschädigte Platten und so. Permanente Übersicht über Lagerbestand. Was ist da, was braucht man, was sind Abschnitte da, es wird nichts kaputt gemacht. Also das rechnet sich auf alle Fälle voll. Bloß man kann das gleich am Anfang monetär nicht umrechnen. Mhm. Aber im Ganzen auf alle Fälle super. Da würde ich sofort wieder kaufen. Ja. Und was kauft man noch so? Und wie kauft man es? Also bei mir ist es so, wenn bei uns ein bisschen Geld in der Kriegskasse ist, dann gehe ich ab zum Shoppen. Also, und darum ist das manchmal ein bisschen gefährlich, wenn unser Finanzminister, also Frau, die sagt mir nicht unbedingt durch den Kontostand. Ich merke schon, wenn sie sich ruhiger hält, dann weiß ich, holla, da meine ich, ist wieder was, kann ich was sagen, kann ich was kaufen und drum. Also sind Kredite eher nicht so ein großes Thema? Nein, mache ich nicht. Also bei uns, ich hab auch nichts irgendwo geleast, sondern wir kaufen unsere Sachen und was ich nicht kaufen kann, das brauche ich nicht. Okay. Und ich möchte, auch wichtig ist für mich, dass Innovationen immer wieder was Neues und immer wieder was Neues. Mhm. Und darum schaue ich da, wo es geht, sofort was kaufen dann. Und deswegen zeigst du mir noch weitere Innovationen? Im anderen Teil vom Betrieb zeige ich da auf alle Fälle noch mehr. Da haben wir noch mehr. Auf alle Fälle, packen wir's. Andi, schau her, das ist jetzt eine Vakuumspannung in einem Kreissaugtisch drin. Wirst sehr selten sehen, so wie es da ist, überhaupt nicht. Das ist ein Prototyp. Das wollte ich unbedingt, dass man Werkstücke auf einer Kreissaug mit Vakuum spannt, so möglichst nah am Sägeblatt, also ganz dünn. Die Sauger sind jetzt versenkt.
heben Sie, wenn ich das Vakuum aktiviere, heben Sie die um 2 mm auf, saugen dann das Werkstück fest und dann kannst du sauber das Werkstück durch die Kreissäge durchschirmen. Auch wenn das Holz jetzt leicht krumm wäre, das zieht es runter, hast du einen absolut planen Schnitt. Aus Sicherheitsgründen? Aus Sicherheitsgründen und aus Qualitätsgründen natürlich. Mhm. Und das ist jetzt auch was. Da war ich bei mehreren Sägenherstellern, die mehrere haben mich heimgeschickt und gesagt, nein, das machen sie nicht. Senkst zu wenig Absatzmöglichkeiten drin. Da habe ich einen Sägenhersteller dann gefunden letztlich. Ja. Das ist unter anderem auch der Marktführer. Mhm. Der hat das Potenzial drin gesehen und hat es baut jetzt in Serie. Hat es also als Innovation auf der letzten Messe gehabt und wird es dann kurz auf der nächsten Messe wieder sein. Also parallel dazu hat die Säge aber einen Luftkissentisch im Bereich vom Abfall. Das heißt, das Werkstück wird da festgespannt, durchgesägt, der Abfall wird über den Luftkissentisch einfach wegblasen. Und du musst das Werkstück dann gar nicht mehr anlangen, oder? Nein, gar nicht mehr. Das wird einfach festgespannt und schiebst es dann einfach durch den Kreissack durch. Und dann ist das Picobello sauber gespannt. Also das hat dann sein Enden, die 5 Kasten Bier? Das hat es bei uns Gott sei Dank noch nie gegeben, wird es halt nur weniger geben. Da arbeitet man auch drüber, dass wir da wirklich unsere 5 Finger oder unsere 10 Finger alle beieinander lassen. Ja, genau. Super. Ja, das klasse. Ist einfach mal, den wir machen. Also in dem Bereich da fertigen wir ein Serienmöbel, das wir konstruiert haben und für einen speziellen Kunden hergekriegt haben. Das ist ein sogenanntes holzfreies Möbel. Da ist überhaupt kein Holz drin. Da ist nicht einmal die Dübel sind aus Holz. Das wollte der Kunde so. Das verschickt man auch bundesweit. In dem Bereich da hinten wird dann Furnier gestanzt, gefügt. Da werden dann Fugen verleimt. Und das Neueste, was es dann kommt, das ist dann jetzt ab September oder ab August, können wir unser eigenes Furnier herstellen. Zwar nicht für jeden Auftrag, aber für gewisse Aufträge können wir unser eigenes Furnier passend zum Massivholz selber herstellen. Und das kann auch nicht jeder. Muss auch nicht jeder können. Ja. Beim Schreiner Eibel werden auch Waschbecken hergestellt. Und zwar nicht aus Holz, sondern mit dem innovativen Werkstoff Varicor. Die einzelnen Komponenten können fugenlos verklebt werden. Ideal für die Herstellung von sanitären Einrichtungen, Theken und Arbeitsflächen im Wohnhaus, in Hotels oder Kliniken. Nur wenige Betriebe haben dieses Know-how und beherrschen das so gut wie die Schreinerei Eibel. Aber das ist noch längst nicht alles, denn es geht gleich weiter in die nächste Halle. iLOX, so heißt das vom Chef persönlich erfundene Montagesystem. Zum Beispiel für Hängeschränke und Wandverkleidungen, perfekt für den Ladenbau. Mineralwerkstoff und Metall. Eigentlich doch ganz untypisch für einen klassischen Schreiner. Aber eben nicht für unseren Josef Eibel. Aufzug in der Schreinerei, eine echte Innovation. Das ist nicht unser einziger, wir haben ja 2 davon. Ja. Und wie kommt es jetzt zu den Innovationen? Mei, teilweise werden wir von Kunden angeredet drauf, weil wir in einem gewissen Kundenstamm schon, sag ich jetzt mal, und so Klischee schon haben, dass wenn du zum Eibel gehst, die finden schon irgendeine Lösung. Ja. Und wenn ich ein Problem habe, dann ist für mich halt wichtig, dass ich es optimal löse. Und das tun wir dann oftmals auch außerhalb vom Tellerrand. Das heißt, Klartext, ich gehe genauso auf fremde Messen. Ich schaue nicht unbedingt im Schreinergewerk um Lösungen, sondern ob das jetzt, wie gesagt, eine Transportmesse ist oder eine Bäckermesse oder eine Schwimmbadmesse oder irgendwas anderes. Da gehe ich dann wirklich ganz gern hin und schaue, wie die gewisse Probleme gelöst haben. Ja. Oder auch, dass man einfach inspiriert wird von manchen Sachen, die wir dann ummünzen auf uns und da kommen wir einfach weiter. Ja, und wie finanziert man das? Das sind ja teilweise Kosten. Also das geht teilweise so weit. Also wir haben Kunden, die uns also schon angeboten haben, dass uns Geld geben würden. Wenn wir von der Bank kann, kriegen würden, aber das will ich nicht, weil alles, was bei uns drin ist, das ist zahlt. Was wir nicht zahlen können, das braucht man nicht. Also wir finanzieren schon alles aus eigenen Mitteln. Okay. Da schauen wir, dass wir Geld zusammenbringen. Wenn du was beieinander hast, dann kauft bitte was. Und wenn nichts da ist, dann kannst du da nichts kaufen. Ganz einfach. Und wie schützt man das Ganze dann, die ganzen Innovationen? Na gut, wir haben schon Gebrauchsmusterschutz, haben wir schon. Wir haben auch ein Patent. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass man aus denen was macht. Weil ich meine, Patente oder sag jetzt mal, Gebrauchsmuster im Schubladen zu haben, macht ja nicht wirklich glücklich. Sag jetzt mal. Wichtig ist, dass du das auch umsetzt, dass du das zu den Kunden bringst. Also wenn wir was Neues haben, dann schaue ich in erster Linie, dass ich das möglichst oft verkaufe und pro Ort auf den Markt bringe und zu unseren Kunden einbringe. Dann habe ich was davon, hat der Kunde was davon, dann haben wir alle was davon. Wenn irgendein Superplan im Schreibtisch liegt, dann haben wir alle nichts davon, außer einen Schreibtisch. Ja. Und der hat am wenigsten davon. Josi, Thema Mitarbeiter.
wie schaut es aus? Wie viele Leute seid ihr? Also wir sind jetzt da, gute 30 Leute. Aha, ja. Und da haben jetzt 5 Lehrlinge dabei. Eine haben wir im Büro, eine Lehrling, eine Dame. Und dann haben wir noch 4 aus dem gewerblichen Bereich. Sind noch 4. Und wir schauen mal, dass wir die Lehrlinge immer übernehmen können. Ja. Die wir haben ein recht familiäres Verhältnis. Und ich sage jetzt, wir haben auch mehr, die sich bei uns also bewerben, dass wir jetzt Stellenanzeigen schalten. Das gibt es eigentlich schon lange nicht mehr, dass wir das machen. Die haben von euch schon gehört, von eurer Innovation. Mehr oder minder, ja genau. Es ist natürlich auch so, dass man Mitarbeiter, die haben dann einen Freund oder einen Spezi oder einen Nachbarn und so, Mensch, du, mir kann man jemanden brauchen. Oder da kannst du vielleicht was auf da. Ja. Und dann bewirbt sich einer. So läuft das bei uns. Und ja. Karriere kann man bei euch Meister machen? Als? Ja, also wir haben jetzt schon, also wir haben 2 Meister bei uns angestellt. Mhm. Die haben beide bei uns zuvor, einer hat bei uns gelernt, der andere bei uns als Gesell gearbeitet und dann einen Meister gemacht. Haben jetzt beide bei uns als Meister drin, Arbeitsvorbereitung. Und jetzt ist gerade wieder einer, der auch weitermachen möchte und einen Meister machen möchte. Mhm. Den möchte man auch übernehmen, ist ja klar. Ihr seid jetzt in der 4. Generation. Wie schaut es aus? Tochter, habe ich gehört, lernt auch, Tochter aber ist, nicht bei euch. Nein, die lernt nicht bei uns. Genau. Unsere Tochter ist jetzt 18, lernt extern, also bei einer anderen Schreinereibetrieb, bei einem größeren Betrieb. Wie sie es gehört, soll die auch was Gescheites lernen, ist ja klar. Genau. Und dann der Junior, also der Sohn, der ist jetzt 13 oder 14, 14, Entschuldigung, ist auch schon ganz fest in die Startlöcher. Ja. Und die Kleine mit ihren 6 Jahren, die kann auch nichts anderes sagen. Sie möchte unbedingt Schreiner werden, egal wie. Alles also richtig gemacht. Weiß ich nicht, aber so schaut so aus, ja genau. Ja. Wie gesagt, was mir auch wichtig ist, dass wir ein gutes Verhältnis alle zueinander haben. Mhm. Also in der Familie, also jetzt wie auch im Betrieb erinnert, ja. Das haben wir recht ein familiäres Verhältnis. Das tut sich auch recht gut. Ja. Bei uns ist zum Beispiel auch so, wenn man jetzt, ich oft, dass ich abends heimkomme, sag jetzt mal, um 7 oder 8 Uhr, dann brennt bei uns im Betrieb noch das Licht. Mhm. Dann denkst du, der Mensch hat wieder einer vergessen, das Licht zu ausschalten. Dabei arbeiten unsere Leute noch. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sagen muss, sie müssen Überstunden machen, sondern der merkt, es werden knapp mit dem Auftrag. Die machen noch von sich aus, dass sie sagen, okay, wir bleiben länger da, machen wir es fertig. Oder sie sagen dann, nächsten Tag fahren wir eine Stunde eher an, weil wir auf der Baustelle fahren oder wir möchten eher fertig werden. Oder im Sommer ist es so heiß, wir fahren lieber früh an. Das ist so, auf Zuruf geht also das vor. Also seid ihr da recht flexibel auch, sehr flexibel. Muss man heutzutage sehr flexibel. Sein. Haben wir von Haus aus schon gewesen. Und das ist ich erwarte eine gewisse Flexibilität für unsere Leute, ja. Dann dürfen die für uns auch Flexibilität erwarten. Ja, ja. Ist ja geben und nehmen, ist ja ganz normal. Ja, und du hast ja was davon, wenn sie glücklich sind, wenn du alles macht. Beide. Ich meine, ich sage dann das auch oft so, ist jetzt ein anderes Thema, aber ich sage zum Beispiel oft, es haben wir im Wohnzimmer einen Wahnsinnsboden drin und dann im Betrieb, wo es noch 8 Stunden, was auf die Nacht, sage ich, 1 Stunde im Wohnzimmer schlafen oder 2 Stunden und wo es dann 8 Stunden arbeiten, da rennen sie auf dem Betonboden umeinander. Ja. Darum haben wir zum Beispiel über kein Paket. Böden. Wir haben über die Schalldämmdecken erinnert, weil man sagt, man, wenn einer 8-9 Stunden drin ist, dann darf er sich auch wohlfühlen. Mhm. Ist auch Vertrauen da, sowohl in die Richtung als auch in die andere Richtung. Also teilweise auch blindes Vertrauen und das ist auch gut so. Ja. Das ist Basis für unseren Tun. Und jetzt hier unter dem Kastanienbaum, das ist dein Platzl. Da setzt du dich hin, wenn du Da sind wir gern da. So ein Blick über das Hülstal, da vorne an dem Kirchenturm. Kirchturm, bei den Zwiebelturm, da ist unser alter Betrieb vorne, da bin ich her. Da haben wir 750 Quadratmeter Fläche gehabt, da haben wir jetzt 5000. Da waren wir 3 Leute, da sind wir jetzt gute 30. Mhm. Ja, und man sieht ja da auch hinterher, passt schon. Ja, wo siehst du so den Betrieb so in der Zukunft? Hast du da Träume? Also spezielle Träume, ich sage absolut Mega-Ziel, da möchte ich ein Ziel, habe ich nicht. Ich habe viele Ziele und da ist immer wieder ein Ziel dabei. Oder immer wieder Ideen. Da ist eins, das, was ich noch umsetzen lasse. Und das ist dann wieder so ein Ziel, das setzt dann und dann kriegst du das auch auf 3. Aber so, dass ich sage, ich habe jetzt den Bedarf, ich muss das und das irgendwann haben, habe ich definitiv nicht. Ich bin rundum zufrieden. Wichtig ist mir, dass man gesund ist, dass die Familie intakt ist, dass man mit den Mitarbeitern gut klarkommt, mit den Kundschaften, mit den Lieferanten. Das ist ein harmonisches Miteinander und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Und wenn du das hast, dann ist das Selbstläufer. Weil dann helfen dir auch die Leute, wenn du was brauchst. Mhm. Das ist das Wichtigste. Dann bist du nicht allein. Und hier kommst du her, wenn du sagst, ja, ich brauche irgendwie eine neue Innovation, wirst langweilig. Nein, da tue ich schaukeln. Ach, dann schaukelst du. In der Nacht schaukeln. Das tue ich normal, wenn ich allein bin und bin in der Nacht, dann tue ich da schaukeln. Und da habe ich auch gute Ideen. Ja. Da, und das wird dann meistens dann eine lange Nacht, dann werden wir gleich recherchiert und wird dann umgesetzt. Und am nächsten Tag wird dann gleich nachtelefoniert und geschaut, wo kann man was machen. Und was denken sich die Mitarbeiter, wenn du da in der Schaukel hängst? Ja, lieber nicht. Oh, jetzt kommt schon wieder was Neues. Ja, sie ziehen da schon mit. Weil sie also auch sehen,
dass das auch funktioniert. Also das merkst du auch. Ich habe auch das Feedback von unseren Mitarbeitern schon, dass sie sagen, sie haben schon das Vertrauen in mich, dass das, oder haben wir alle miteinander, wir gehen auch sehr offen miteinander um. Wenn es neue Ideen gibt oder ich habe neue Ideen, die ich umsetzen möchte, da habe ich dann schon, das rede ich dann schon mit unseren Mitarbeitern durch. Das sind schon eine von den allerersten, die das erfahren. Also meistens noch der Frau. Machen wir sogar vielleicht so vor der Frau. Weil wenn die das finanzieren muss, dann ist es gescheiter, ich rede zuerst mit anderen drüber. Der Schreiner Eibl, der lebt Innovation jeden Tag. Und genau so muss es auch sein, dass es funktioniert. Na dann, bis zum nächsten Mal wieder bei Innovation und Tour.